Jo Leute, hoffe alles okay bei euch. Die letzten Wochen ist kein Video gekommen, da ich 2 Wochen an einem Video gearbeitet habe, das man auf YouTube nicht veröffentlichen kann. Ich werde schauen, ob ich es zensiert hochladen kann. Wenn nicht, werde ich in der nächsten Zeit auf Telegram oder Instagram einen Link posten, der zu einer Plattform führt, wo ihr es anschauen könnt. Auf jeden Fall gehen wir heute auf Rick Ross und die interessantesten und merkwürdigsten Geschichten über ihn. Zum Beispiel, wie Rick Ross seinen Namen von einem Dealer geklaut hat, der ihn letztendlich verklagt hat, oder dass er mal ein Beamter war, der in einem Gefängnis gearbeitet hat. Auch gehen wir auf die Behauptung ein, dass Rick Ross mehreren Geheimgesellschaften angehört und schauen uns ein paar Leute an, die diesen Gesellschaften angehören und die Rick Ross sozusagen exposed haben. Noch dazu gehen wir auf ein Model ein, das auf eine Party von Rick Ross eingeladen wurde, wo sehr fragwürdige Dinge stattgefunden haben. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. He is an Illuminati, I'm an Illuminati. Lucifer is? Yeah. Say that again. Lucifer is a pure, holy... Virtuous. Virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Basically, everybody there was chanting 666. This guy is telling us to all say 666. William Leonard Robert II. Wurde in Clarksdale, Mississippi geboren und wuchs in Carroll City, Florida auf. Nach seinem Abschluss an der High School besuchte er mit einem Football-Stipendium die Albany State University. Rick Ross hieß nicht immer Rick Ross. Er debütierte Ende der 90er Jahre unter dem Namen Teflon the Don. Mitte der 2000er Jahre änderte er seinen Namen in Rick Ross um. Seinen Künstlernamen leitete er vom ehemaligen Drogenboss Freeware Ricky Ross ab, von dem er 2010 wegen Aneignung seines Namens verklagt wurde. Der echte Rick Ross berichtete davon, wie sein Anwalt eines Tages zu ihm kam und ihm gesagt hat, dass Universal ihm 50 Millionen Dollar wegen dem Namen schuldet. Er sagte ihm, er soll das Geld klar machen. Doch am Ende hat der echte Rick Ross nicht nur die Gerichtsverhandlung verloren, sondern musste noch 1,5 Millionen Dollar Rechnung an Anwälte zahlen. Obwohl das kalifornische Gericht zugestimmt hat, dass Rick Ross Name und Persönlichkeit vom Leben von Ricky Ross inspiriert wurde, entschied der Richter, dass der Rapper ein originales Werk geschaffen hat. Im Gerichtsurteil hieß es, William Roberts schuf mit dem Namen Rick Ross eine Promi-Identität eines Kokainbosses, der zum Rapper wurde. Er war nicht nur ein Betrüger, der ausschließlich vom Namen und Ruf von Rick Ross profitieren wollte, sondern machte vielmehr Musik aus fiktiven Geschichten über Drogenhandel. Doch das war nicht das erste Mal, dass man versucht hatte, Rick Ross zu exposen. Im Juli 2008 legte die Internetseite The Smoking Gun Details vor, die Rick Ross Sozialversicherungsnummer mit einer Tätigkeit als Justizvollzugsbeamter in South Florida in Verbindung brachten. Zusammen mit einem erstmals vom Media Takeout veröffentlichten Foto, auf dem Rick Ross in seiner Justizvollzugsbeamtenuniform zu sehen war. Zuerst wollte er nicht zugeben, dass diese Behauptungen stimmen. Doch mittlerweile hat er sich damit abgefunden, dass diese Information über sein Leben veröffentlicht wurde. Rick Ross war vor etwa einem Jahr zu Gast im Full Send Podcast und sprach offen über seine Tätigkeit als Justizvollzugsbeamter. Were you a correctional officer at one point? I was, yeah. So going all the way back, when was that? How long ago? Maybe when I was 20. 20 years old? Yeah. What kind of people were in there? You know, I didn't really get to make it to the prison. Mm-hmm. 'Cause you got to go through training and all that, and I didn't last long. Right. I may have lasted 4 months. Right. Before they said, you know. Yeah. Doch das war nicht das erste Mal, dass Rick Ross versucht hat, sich als jemand auszugeben, der er nicht ist. Im Jahr 2010 hat er mit Jay-Z den Track Freemason, also Freimaurer, veröffentlicht. Der Track, den die beiden veröffentlicht haben, hat sehr interessante Lyrics, die suggerieren sollen, dass Rick Ross ein Freimaurer ist. Lasst uns mal kurz darauf eingehen, wer diese Freimaurer sein sollen. Die Wurzeln der Freimaurerei reichen angeblich bis in die Zeit des Baus des Salomonischen Tempels vor rund 3000 Jahren zurück. Die moderne Freimaurerei entstand 1717 in England, mit der Gründung der ersten Großloge in London. Es gibt viele Geschichten darüber, warum Maurer existieren und was ihre Aufgaben sind. Die offizielle Version besagt, dass sie in dieser Bruderschaft persönliche Entwicklung, Gemeinschaft, Wohltätigkeit, Brüderlichkeit sowie geistige und intellektuelle Weiterentwicklung fördern. Es gibt jedoch auch Theorien, die etwas krasser sind. Angeblich spielen Maurer in jedem Bereich der Gesellschaft eine Rolle. Sei es in der Politik, im Gerichtswesen oder an anderen Orten mit Einfluss. Es wird behauptet, dass sie in vielen Führungspositionen vertreten sind und politische Entscheidungen beeinflussen können, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Von den 46 US-Präsidenten waren mindestens 14 Mitglieder. Und viele behaupten, es wären noch viel mehr. Aufgrund begrenzter Informationen und Geheimhaltung kann keine genaue Anzahl genannt werden, da es viele Personen gibt, die nicht möchten, dass ihre Mitgliedschaft bekannt wird. Ein Maurer darf selber zugeben, dass er einer ist, aber andere dürfen nicht offenlegen, dass jemand dazugehört. Doch Rick Ross soll nicht nur ein Freimaurer sein, sondern auch Mitglied der Illuminaten, was in Sachen Geheimgesellschaften nochmal eine Stufe höher als die Freimaurer sein soll.
und diese Gesellschaft wurde sogar in Bayern gegründet. Am 1. Mai 1776 soll Adam Weishaupt, ein Philosoph und Professor, diese Gesellschaft ins Leben gerufen haben. Der Orden hatte angeblich das Ziel, Aufklärung, Vernunft und gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern. Allerdings gab es aufgrund von Kritik und verschiedenen Theorien, die besagten, dass sie eine geheime Weltregierung anstrebten und die bestehende Regierung stürzen wollten, Probleme. Im Jahr 1785 wurde der Orden vom bayerischen Kurfürstentum verboten. Dennoch behaupten viele, dass sie bis heute noch existieren. Auf jeden Fall hat Rick Ross eine Zeit lang versucht anzudeuten, dass er ein Teil dieser Gesellschaften ist. Freemason, Freelancer, Free Agents, we faster. Doch Rick Ross zeigt uns, warum man nicht direkt alles glauben sollte, was irgendwelche Rapper behaupten. Es gibt viele Leute, die alles wegen ein bisschen Fame sagen. Kurze Zeit später haben ein paar echte Freimaurer nachgeforscht und haben niemanden mit dem Namen William Roberts gefunden. Sie haben in einem Statement nochmal deutlich gemacht, dass Rick Ross keiner von ihnen ist. Und wenn er kein Maurer ist, kann er auch keinen anderen Geheimgesellschaften angehören. Bei den Geheimgesellschaften ist das so, dass man für die meisten zuerst mal ein Maurer sein muss, bevor man anderen Geheimgesellschaften wie Skull and Bones, den Shriners und so weiter beitreten kann. Auch wurde Rick Ross noch einmal persönlich von ihnen gefragt. I want to know on the song Freemason, was that a Masonic song for the brothers out here? It was just a record that was for people who understood it, you know what I'm saying, and love music at the same time. Okay, are you a Mason? No. Okay. If he's not even a Mason, he can't be in the Illuminati. So before any of us can say anything about Illuminati or Masonry, you have to know about that. But if he's not a Mason, he can't be in the Illuminati. The same way if you're not a Skull and Bones, you gotta go through Mason. Leute, da wir gerade bei der Freimaurerei sind, lasst uns mal auf einen Shriner eingehen, der ein paar sehr interessante Sachen gesagt hat. Die Shriner sind so etwas wie ein VIP-Club bei den Freimaurern. Jeder 33 Grad Freimaurer kann Shriner werden. Lasst uns mal anhören, was ein Shriner zum Thema Lucifer, also dem Teufel, sagt und wie er ihn definiert. Dieses Thema wurde uns in einem Jay-Z-Video auch schon mal von Professor Dr. Walter Veit erklärt. Und zwar, dass den Freimaurern in den höchsten Graden gesagt wird, dass sie Lucifer anbeten und dienen. Okay, define Lucifer for me. Pure, virtuous, wholesome, innocent individual that's out to help people. Lucifer is? Yeah. Say that again. Lucifer is a pure, holy... Virtuous. Virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Oh, man, this is great. I'm going to put this on the internet. Oh, amen. God bless you, amen. Brother. Because that's exactly what the Shriners and Masons teach, is that Lucifer is light. See, this is what a Mason confesses, is that Lucifer is light. Kommen wir zu dem Thema Teufelsanbetung und Rick Ross. Vor ein paar Jahren hat ein Model namens Nikki, die zu einer Party von Rick Ross eingeladen wurde, ein paar komische Sachen behauptet. Sie berichtete von einer Party, zu der sie eingeladen wurde, in der Rick Ross auf einmal alle Leute aufgefordert hat, 666 zu chanten. 666 ist die Zahl des Teufels. Die Frage ist hier, warum fordert man Leute auf einer Party 666 zu sagen? Immer wieder berichten Menschen, die mit Satanismus und ähnlichen Dingen zu tun haben, dass es oft darum geht, Menschen dazu zu bringen, den Teufel anzubeten und nicht immer um die eigene Seele. Es gibt eine sehr interessante Szene mit Bob Dylan, die wir uns schon mal in einem anderen Video näher angeschaut haben. Er wurde gefragt, warum er trotz seinen Erfolgen und dem ganzen Geld, das er hat, weiter Musik macht. Er sagte, dass er einen Deal mit dem Teufel hat und die Bedingung des Deals war, dass er weiterhin Musik machen muss. Bestimmt fragen sich viele, warum es ein Teil eines Deals sein soll, dass jemand weiter Musik machen soll. Manche Musik, wie zum Beispiel Rock, ist in Amerika als The Devil's Music bekannt, also die Musik des Teufels. Die Musik verherrlicht oft Todsünden und bringt Menschen dazu, den gleichen Weg einzuschlagen. Sowas ähnliches behauptet auch Crunchy Black von 36 Mafia. In einem Gespräch, in dem es über den Teufel ging, wurde über das Thema Seele verkaufen gesprochen. Er sagt, er habe seine Seele nicht verkauft, aber es geht nicht immer darum, seine eigene Seele zu verkaufen. Es geht darum, andere Menschen dazu zu bringen, den Teufel anzubeten. Wait a second. So wait a second. Say that again. What happened here? He basically, everybody there was chanting 666. This guy is telling us to all say 666. And I'm like, nobody finds that strange. Not even, do people even know what this means? Like, right. I'm looking around. I guess it just went way over people's heads. If you don't know what that means, of course you want to start chanting it. Wow. That was the last, that was it. I was like, wow. So everybody's just on the set chanting 666. So you got Rick Ross there, all these guys, and they're chanting 666.
Wer noch eine extra Geschichte über Rick Ross und dieses Bild hier will, soll sich mein Video über P. Diddy anschauen. Was denkt ihr über dieses Thema? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus.